Hallöchen, liebe The Evil Within-Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge, da haben wir hier nochmal eben alles abgeklappert und müssen uns jetzt wieder an den Scharfschützen vorbeikämpfen. Und ich hoffe, diesmal sterben wir nicht, denn ich hatte ja gesagt, wir wollen dem dicken Typen da oben mal jetzt richtig eins aufs Maul geben. Und wir schauen jetzt auch mal, wie wir das denn machen. Ich freue mich natürlich, dass du wieder mit dabei bist und dass ihr auch mit dabei seid, wenn ihr zu mehreren Leuten zugucken solltet. Und ja, wir sind jetzt hier in dieser Scheune. Da hinten ist dieser grässliche Typ in Ketten. Ich habe Angst, dass der irgendwann im weiteren Verlauf noch irgendwie da rausspringt und uns dann voll attackiert, der alte Sack da. Aber gut, was will man großartig machen? So, die Schweine sagen auch schon wieder, wir haben hier eine Weinflasche in der Hand. Ich wollte mich eben ganz kurz betrinken, damit ich ein bisschen besoffen bin. Dann kann man ja besser zielen. Und da ich die ganze Angst und so hier in dem Spiel schon irgendwie erlebt habe, muss ich jetzt erstmal einen auf die Angst trinken und so. War voll improvisiert, ne? Ich weiß, merkt man. So, jetzt schleichen wir uns mal an und schauen mal, was jetzt passiert. Scheiße, ich brauche Deckung. Da oben hockt der, ne? Wir gerade mal überlegen, können wir uns nicht... Vielleicht können wir uns irgendwie von hinten anschleichen, fällt mir da gerade ein. Dass wir da mal schauen, weil da hinten geht es ja auch noch raus, dass wir uns irgendwie vielleicht von hinten anschleichen können. Und ihr merkt schon bei der Facecam, dass ich jetzt schwarz-weiß habe. Denn es gab irgendwie einige Probleme bei den letzten Aufnahmen. Da konnte ich irgendwie den grünen Hintergrund nicht raushauen. Und das war halt ein bisschen doof. Und jetzt habe ich mir gesagt, okay, wenn ich den grünen Hintergrund bei diesem Spiel nicht raushauen kann, obwohl es eigentlich bei den ersten 2 bis 3 Teilen funktioniert hat, was ich ja dann auch wieder nicht verstehen kann, habe ich mir gedacht, okay, machst du jetzt Facecam in schwarz-weiß und dann passt das auch. Wenigstens ihr könnt sehen, wie ich mir die Hosen mache. So, hier haben wir letztens die Falle entschärft. Und wir schauen jetzt mal, dass wir hier hinten vorbeischleichen. Aber ich glaube, hoch kommen wir da nicht großartig. Obwohl doch, vielleicht klappt das ja. Na, da hinten steht schon wieder so ein Zombie. Also wir schleichen uns jetzt erstmal hier dran vorbei. Da hinten steht der echt, ey. Wir schauen mal, ob hier nicht irgendwo eine Falle ist. Aber ich glaube, das sieht gut aus bis jetzt. Ich sehe hier vor allem auch kein Stolperdraht oder ähnliches. So. Was war das? Hallo? Waren wir das? Ach, da oben steht der Typ. Vielleicht können wir den ja mal wegklatschen. Kommt er jetzt? Ja, er kommt. So, dann wird es jetzt mal Zeit für die Pistole. Und dann schauen wir doch mal, ob wir den ja nicht mal volle Möhre eine verpassen können. Wo ist er denn? Der kommt irgendwie nicht.
Jetzt geht er wieder da hoch. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Knarre auf den richte? Kann ich den dann töten? Sollen wir mal schauen, ob wir den dann kriegen. Ja, wir können natürlich auch versuchen, hier reinzuklettern. Was ist das denn? Passiert da? Was würde dann da passieren? Ja, nice! Geil, Vollfeld aufgespießt. Alter Schwede. So direkt verbrennen. Dass die ja auch nicht gleich irgendwie voll... Was ist das? Uah. Haben wir gerade echt in den Glibber reingefasst? Okay. Oh, hier können wir was öffnen. Ah, boah, schaut euch das mal an hier. Geil. Erfahrungspunkte 500. Das ist schon mal sehr geil. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Hier ist natürlich Stolperdraht. Was haben wir denn hier für eine Kiste? Was ist da drin? Ja, geil, die Schrotflinte. Die nehmen wir. Schrotflinte. Diese Repetierschrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden können. Schadensmultiplikator 100%, Feuerrate 1 zu 60, Nachladegeschwindigkeit 3,16 Sekunden, Magazingröße 4, kritisch 0%. Alles klar, das nenne ich schon mal gut. Jetzt schleichen wir uns natürlich mal, da unten runter kommt man nichts auch mal. Na, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder hier die Falle entschärfen. So, halten. Aber sonst ist alles okay, ja? Was sind das für komische Geräusche? Das sind echt komische Geräusche, liebe Freunde. Hallo? Ach, ein Schaukelstühlchen. Was steht denn da an der Wand? Ja, so ist das, wenn jemand offline und online geht. He's watching, we again leave. Aha. Jetzt haben wir natürlich Krach gemacht. Ich hoffe, das war jetzt nicht... Okay. Ja, komm her. Oh. Alter. Und wir nehmen die Axt. Und da wir jetzt die Axt haben und den erschossen haben, wir haben natürlich jetzt 3 Munition verbraucht. Was passiert da jetzt? Da war doch gerade so ein Ding, oder?
Okay, wir sind wieder unten, ganz nah dran. Wir müssen mal gucken, dass wir diesen Scharfschützen jetzt irgendwie mal erledigt kriegen hier. Das heißt, wir werden jetzt mal die Treppe hochgehen. Und schauen, dass wir den alten Sack mal endlich jetzt kalt machen. Dafür, dass der uns einen Kopfschuss verpasst hat. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen... Ja, stirb! Blöde Kuh. Nimm das. Verbrenn. Verbrenn. So. Hier hätten wir. Die Axt nehmen wir natürlich mal wieder. Oh, jetzt müssen wir wieder in die Scheiße rum hier. Das ist ja... Okay, alles klar. Das hätten wir. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal irgendwie ein bisschen weiter nach oben kommen. Oh, Munition. Nee. Streichholz, das ist gut. Aber ich glaube, hier oben muss dieser Scharfschütze stehen. Und natürlich wieder Munition. Die lassen wir uns natürlich nicht entgehen hier. Okay, da haben wir jetzt mal nichts zu holen. Was haben wir denn hier hinten noch? Da haben wir noch so komische Teile. Qualenarmbrust. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Hey, wir haben die Qualenarmbrust gefunden. Wuhu. Das ist nämlich gut. Dann müssen wir uns irgendwann mal mit der vertraut machen. Jetzt schaue ich erstmal, dass wir diesen Scharfschützen erstmal endlich erledigt kriegen hier. Nein, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Aber das ist der Scharfschütze. Das ist definitiv der Scharfschütze. Und hier können wir untersuchen. Die Frage ist nur, was wir untersuchen sollen. Okay, da ist eine Kette. Ich weiß aber jetzt nicht... Hallo? Ja. Das ist jetzt... Wie komme ich denn jetzt wieder raus hier? C? Ah, mit C, okay. So, wir haben immer noch die Axt in der Hand. Und hier... Oh, hier können wir uns die Bolzen nehmen. Nice, Harpunenbolzen. Um Gegner aufzuspießen. Da ist direkt noch eine zweite. Ich würde aber mal sagen, wir öffnen jetzt mal leise die Tür. Schleichen uns an den Rand. Und da machen wir den Typen fertig. So. Bam. Natürlich direkt verbrennen. Und unsere Axt nehmen wir natürlich wieder. So, den hätten wir. Jetzt können wir ja runtergehen. Da hinten habe ich noch Zombies gesehen in dem Haus. Vielleicht finden wir da auch noch was.
Und ich habe die Befürchtung, dass dieser Kettentyp irgendwie bald ausbricht. Wo ich eigentlich sehr Angst vor habe. Eigentlich. Okay. So, hier ist irgendwie Menschenleere. Aber wir müssen noch da hinten rein. Boah, ist das eklig. Hier haben wir auch noch was zum Verbrennen. Achso, das war jetzt doof. Da oben ist noch so ein Typ, ne? Beziehungsweise hier in dem Ding sind ja auch noch Zermisten. Hallo? Zwei Stück sind da drin, glaube ich. Gut, einen können wir vielleicht schon mal aufspießen. So, mal schauen, was da drin so abgeht. Okay, auf jeden Fall schon mal... Auf jeden Fall schon mal einer. Mit einer Sense. Da ist auch wieder so eine Falle. Aber wir gehen einfach mal, wir schauen mal. Kann ja nur schief gehen. Sehe aber auch nichts. Oh, da kommt der Typ. Sieht der uns nicht? Dann können wir gleich die Flasche mal nehmen und vielleicht die da hinten hinschmeißen. Das wäre natürlich die Idee. So, jetzt. Bäm. Okay, es ging nicht anders. Ich dachte, ich könnte ihn irgendwie so erledigen. Aber gut, so mussten wir halt die Axt opfern. Haben wir denn wenigstens eine Sense oder so? Verbrennen nicht vergessen. Ach, guck mal, hier ist noch eine Flasche. Dann nehmen wir die doch mal. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie denn diese Dinger da rauskommen. Beziehungsweise wo die rauskommen. Also direkt davor, okay, alles klar. Müssen wir uns natürlich merken. Das heißt, wir müssten die quasi hier hinwerfen. Wir müssten aber erst noch auf diesen blöden Zombie warten, dass der da mal endlich kommt. Zombie! Put, 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 put! Zombie? Kommst du runter? Zombie?
Vielleicht kommt er gleich. Wir können ja so lange einfach mal ein bisschen... ist das Bier? Alter. Eigentlich müsste man die auch... Die sind leer, die Flaschen. Ich weiß, aber... Ich frage mich, warum in diesem Spiel leere Flaschen rumliegen. Die müssten noch voll sein. Außer die Zombies sind natürlich alle Alkoholiker und trinken das Bier und den Wein. Ich meine, kann ich ja auch verstehen, in dieser, in diesen Krisenzeiten, wo die Apokalypse ausgebrochen ist und alle zu Zombies werden. Das ist natürlich sehr deprimierend für die Zombies. Und deshalb werden die alle zu Alkoholiker. Deshalb greifen die auch alle an, weil die einfach besoffen sind. Die haben keinen Menschentrieb, sondern die sind einfach nur besoffen. Wollte ich das mal hinschmeißen? Wir sollten vielleicht mal nachladen. So. Wir müssen dann auch mal die Weinflasche nehmen. Jetzt haben wir wieder eine Weinflasche, keine, keine Bierflasche mehr. Und mich würde mal interessieren, ob, wenn der Zombie jetzt gleich mal runterkommt, ich meine, er ist ja kurz runtergekommen, jetzt müssen wir natürlich schon wieder warten, dass wir den Zombie mal endlich hier mal irgendwie den Garaus machen. Ich weiß, das ist etwas langweilig. So. Sieht sie uns, die blöde Schlampe? Sieht sie uns? Da kommt sie. Können die ja vielleicht auch von hinten attackieren. Okay. Wir können es ja mal versuchen. Bam! So. Erledigt. Direkt verbrennen. Hallo? Ach, scheiße. Fuck, wir haben keine... Wir haben keine Streichhölzer mehr. Toll, Spritzen bringen uns jetzt wenig. Munition. Ich würde aber gern Streichhölzer haben. Oh. Da ist noch ein fetter Grießgrimmiger. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr verstecken. Kommt er? Nein, er sieht uns nicht. Er geht zurück, dann können wir den ja jetzt auch erledigen. Still und heimlich. So. Jetzt müssen wir echt mal gucken. Oh, Schrotmunition. Sind wir schon voll? Echt? Ich schau mal eben kurz.
Magazin 4, Reserve 4. Achso, wir sind voll. Okay. Das ist ja jetzt doof. Was machen wir denn da? Ausrüstung benutzen, Informationen wechseln. Tja. Das ist ja echt doof jetzt. Nachladen können wir auch nicht, ne? Das ist echt doof jetzt. Und vor allem haben wir keine Streichhölzer mehr. Also die Folge wird heute mal 10 Minuten länger. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Sonst haben wir immer 20 Minuten Folgen. Heute ist mal eine 30 Minuten Folge. Einfach nur mal so, weil ich gerade irgendwie Bock dazu habe. So. Dann holen wir uns jetzt erstmal hier das schöne Bonus-Ding. Und vielleicht können wir hier irgendwo nochmal Streichhölzer zusammenfuchteln. Aber hier scheint echt nicht zu sein. Dass wir auch keine Streichhölzer mehr haben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist echt doof. Was machen wir denn jetzt? Achso, ah ne, da können wir uns noch verstecken. So. Das ist ja für... Ach, echt, jetzt sind wir damit auch voll. So. Ah, nice, okay. Wir nehmen aber jetzt erstmal wieder unsere kleine schöne Flinte. Und ich möchte trotzdem... noch Streichhölzer haben. Ach ja, wir sind ja noch gar nicht durch die Tür gegangen. Fällt mir jetzt so auf. Hallo? Och. Guck mal eine an. Bilder? Aus vergangenen alten Zeiten, ja, so ein fetter Typ, wahrscheinlich die früheren Besitzer hier von dem Kabuff. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte, die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. Aha, da ist der Professor. Versuch Bitte. Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Mhm. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Aha. So sieht das also aus. Gut, jetzt haben, was haben wir denn hier jetzt noch? Erste-Hilfe-Koffer. Die Großspritze sind für Erste-Hilfe-Koffer stellt seine Gesundheit im großen Umfang wieder her. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Wuhu. So. Ich brauche aber immer noch Streichhölzer irgendwie. Denn ich habe noch immer nicht das, was ich eigentlich wollte. Hallo? Ach so, hier sind wir wieder. Ach, nice. Ja. Keine Streichhölzer, das heißt, wir lassen die einfach da liegen. Ist jetzt auch mal egal. Jetzt müssen wir irgendwie wieder hoch, oder was? Und jetzt? Wie kommen wir hier hoch? Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Hallo? Nee, 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 nee. Ah, nee, will ich gar nicht. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren.
Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Ich glaube, er will mich hochziehen. Ich würde aber mal sagen, wir schauen mal, dass wir in der nächsten Folge hier hochkommen zum Professor, beziehungsweise was wir überhaupt noch machen müssen, weil irgendwie kommen wir hier nicht hoch. Also hier geht es momentan nicht weiter. Und dann würde ich einfach mal sagen, dass wir in der nächsten Folge dann mal versuchen, irgendwie da hochzukommen. Müssen wir wahrscheinlich. Und ich denke, das werden wir auch hinkriegen. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen, liebe Leute. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet und natürlich auch kräftig dieses Video teilt auf Facebook und Twitter und sonst wo, damit auch die anderen Leute in Genuss dieser coolen Folge kommen und vielleicht auch dieses coole Spiel. Und ja, ich wünsche euch natürlich dann noch einen wunderschönen, gruseligen Abend oder Nachmittag sogar, je nachdem, wann ihr euch das anguckt. Und ich würde dann mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die nächste Folge wird dann am Samstag rauskommen. Und dann werden wir hier das Geheimnis lüften, wie wir da hochkommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir sehen uns dann am Samstag, liebe Leute. Also, ciao.